Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge hieß es, dass wir mit Deke sprechen sollen. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte noch mal kurz vorher die Sachen hier einsammeln. Okay, das sind die Power-Mega-Tränke. Und ich wollte die Chance noch mal eben nutzen. Das geht nicht. Die Chance noch mal eben nutzen, dass ich mein Inventar auch leere. Ich wollte... Ach nee, das hatte ich ja gerade schon gemacht. Ich wollte das zwar eigentlich machen, ohne... Da haben wir auch noch genug von, okay. Ohne das Ganze aufzunehmen, damit ich euch quasi nicht damit belästige. Das ist wieder ein Mega-Power-Trank. Da können wir auch nichts machen. Ja, ja, ja. Ich komme sofort wieder, Dick. Ich muss nur mal eben mein Inventar hier los... Ach so, dazu muss ich ja nach Hogsmeade. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Okay, dann haben wir jetzt alles erstmal identifiziert. Hoffen wir, dass das Update wirklich gefruchtet hat und dass ich jetzt wieder nach Hogsmeade auch reisen darf. Weil da müssen wir da jetzt nochmal kurz hin. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Also scheint tatsächlich zu funktionieren. Innerhalb von Hogwarts hatten wir ja... Hallo? Was ist jetzt los? Ja, Leute? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich angekommen und dann kann ich mich nicht mehr bewegen, oder was? Was war das denn jetzt gerade? Ich hab sie gesehen. Aua. Habe ich keine Nachsicht. Geben Sie sie zurück. Was denn, Sir? Wir haben nichts genommen. Geben Sie sie zurück. Ich habe nichts, Sir. Es war nur das eine. Das waren alles, Sir. Ehrlich, ich schwöre. Also, wie oft wollen Sie beide meinen Laden denn noch plündern? Ich schwöre, es waren nur die, Sir. Wirklich, Sir. Mehr würden wir nie nehmen. Deswegen ist auch bei denen gerade alles am Explodieren. Eieiei, wo ist denn jetzt der Laden? Ich dachte, das ist hier... Ach so, der führt uns... Oh, nee, oder? Moment, hier war es nicht. Hier, wo ist der Eingang? Da muss ich doch auch noch was verkaufen können normalerweise. Das war doch der Friseur oder irgendwas? Ah nee, das war der mit dem Besen. Schön, Sie wiederzusehen. Ist aber nicht schlimm, Hauptsache ich kann die Sachen verkaufen. So, dann verkaufen. Ja. Wenn ich verkaufen angebe, dann will ich das auch verkaufen. So, ist legendär, aber bringt mir ja nichts, wenn das viel schlechter ist als das, was ich anhabe. Das verkaufen wir jetzt auch alles. Ich glaube, wir verkaufen so ziemlich alles, was wir jetzt hier im Inventar haben. Es tut schon weh, es tut schon weh. Das können wir... Was ist denn das jetzt? Moment, 7... Keine Eigenschaft angewendet. Ach so, 31. Das kann ich noch nicht tragen. Dann lassen wir das auf jeden Fall erstmal noch drin. Was bin ich denn eigentlich? Moment, 30? Ja, da müsste ich jetzt 30 sein. Weil die kann ich ja noch tragen. Das stand ja eben drin. So, das nehmen wir auch alles raus. Das auch. Das könnte ich... Moment, 78, 89. Machen wir das auch weg. Und das ist 67... Ja, 67 ist dann auf jeden Fall schlechter. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, ja, kein Thema. Ich muss gleich nochmal mit dir reden. Dann tauschen wir die mal schnell aus. Zack. Und machen sie wieder auf. Wir haben keine an. Und dann verkaufen wir die restlichen auch nochmal eben. Na, wonach suchen Sie heute? Weil je nachdem, was noch kommt, brauchen wir natürlich wieder viel Platz. Danke so. Fürs Vorbeischauen. Hoffentlich ja. Bis bald. Kein Thema, kein Thema. Ich weiß auch nicht, warum ich immer rausgehe, bevor ich irgendwo hinwegporte. Keine Ahnung. Deke, genau. Wir müssen nach Hogwarts und wir müssen in den Raum der Wünsche wieder rein. So, und jetzt können wir endlich mit dir sprechen, Deke. Ich guck nochmal. Nee, Raun hat noch genug. Nee, nicht die Beleuchtung. Hallo? Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört.
Ein Phönixnest. Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natti erwähnt hat. Hinter dem sollen Harle und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Okay. Auftragsprotokoll öffnen. Suche nach der Höhle. Okay, also brauche ich im Prinzip nicht zu öffnen, sondern es ist schon drin. Dann gehen wir mal auf die Weltkarte. Dum, dum, dum. Oh. Aber ich komme doch hier nicht durch. Deke muss mir sagen, wie ich da durchkomme. Oder ist das jetzt offen? Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Ja, ich mache das wirklich gerne. Ich muss nur jetzt versuchen, ob ich da jetzt wirklich durchkomme. Das ist aber wieder... Nee, das geht aber nicht. Suche... Moment, suche nach der Höhle. Ach so. Oder muss ich... Nee, oder? Aber ich komme da doch immer noch nicht hin. Ich bin jetzt hier. Und ich muss dahin. Suche nach der Höhle. Dass der Phönix in den Bergen weit im Südosten von Hogwarts nistet. Ja, aber da komme ich doch nicht hin. Moment, stand da gerade noch irgendwas unten? Nee, das war jetzt nur vom Phönixabflug. Aber wenn ich das doch machen kann, müsste ich doch normalerweise auch... Ihr verwirrt mich jetzt hier. Aber da kann ich doch nicht... Es ist doch trotzdem wieder alles zu hier. Aber wieso fliegt der eigentlich immer nach unten, wenn ich den nach oben mache? Ich verstehe es nicht. Kann ich nicht rüber, oder? Man fliegt doch einfach mal weiter, anstatt immer runter zu gehen. Ja, also hier komme ich nicht durch. Das ist genau das, was ich meine. Och Mann, ich will doch endlich nur da durch. Das ist... Okay, das ist eigentlich links von mir, aber da bin ich ja auch nicht durchgekommen. Der nördlichste Punkt. Das ist genau da, wo ich nicht hinkomme. Ich muss doch irgendwie... Muss ich durch so eine Höhle durch. Ich probiere es jetzt tatsächlich mal hier. Mir ist das jetzt hier... Aber ich kann... Ich kann halt nicht durch die Höhle durchfliegen. Gucken. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Wo ist der? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, ja, das ist mir schon klar. Spring doch einfach mal da runter. So, mir geht es ja nicht um die Prüfung, mir geht es ja darum, dass ich hier weiterkomme. Aber das sieht eher so aus, als ob das hier alles zu ist. Och nee. Also scheinbar
komme ich aber hier durch. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt das ist, wo ich entlang möchte oder muss, aber... Nein, das nenne ich zaubern, Kleiner. So, ich kann aber quasi nur hier geradeaus und so weiter. Bist du bald? Du hast doch auch freigelassen. Huch, da ist noch einer. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber wir versuchen es einfach mal hier durchzugehen. Und bloß nicht den linken. Ich werde deinen Tod rächen. Oh, sag mir bitte, dass das funktioniert und dass ich da auf der anderen Seite irgendwo rauskomme, weil sonst drehe ich hier am Rad. Daran ist allein Renrock schuld. Genau. Oh, sag mir bitte, dass ich dann auch hier auskomme. Kann ich hier fliegen? Ja. Ich bin in dem Gebiet, wo ich nicht rein konnte. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich einfach nur durch die Mine gemusst. Oh, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Dann hätte ich das ja die ganze Zeit machen können. Ich habe echt gedacht, hier wäre alles abgeschlossen, dass ich dann irgendwo hinkäme. Ich mache nur mal eben, ich weiß, aber ich mache nur mal eben die Luftballons noch zu Ende. Flup. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo ist denn... Wir sind jetzt da unten im Bereich. So, Weg. Bleib doch mal hier. Hey, Moment, habe ich dir ins rausgemacht? Och, bleib doch mal. Auftrag verfolgen. So. Auf jeden Fall ist er hier. Und da hoffe ich doch mal, dass wir da jetzt wenigstens rüberkommen. Oh, sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil. Wieso geht die immer nach unten? Ich verstehe es nicht. Trotzdem ist es geil. Oh, dann kann ich die ganzen anderen Sachen jetzt auch endlich machen. Sehr schön. Und den Phönix können wir uns dann auch holen. So wie es aussieht. Oh, ist es hier? Das sieht man. Ja, das ist der Phönix. Aber ich muss erstmal noch nach unten oder so. Also das, nicht, das ist der Phönix, sondern das ist das, wo der Phönix anscheinend wohnt. Wo ist er denn jetzt? Berghöhle. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Ja, warum kann ich nicht einfach nach oben fliegen? Da ist doch das, wo ich hin muss. Warum muss ich das hier rüber machen? Das finde ich doof. Revelio. Na gut, ich meine, wir können dann wenigstens noch ein paar Sachen einsammeln. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Huh! Ja, so geht's auch. Moment, wir müssen nach oben. Das ist klar. Achso. Ja. Okay. Das mit den Spinnen finde ich nicht gut. Wollte ich nur mal gesagt haben. Könnte der Phönix da drin sein? Nein, ist er nicht. Der ist ganz oben, Mädel. Den haben wir schon gesehen. Da sind Spinneneier drin. Das ist auch nicht gut.
Unholde. Ach ja. Muss ich erst wieder aufladen. So. Nicht? Na gut, dann halt nicht. Nee, ich wollte nicht hier runterfallen. Okay, dann gehen wir gleich mal wieder zurück. Da oben können wir wahrscheinlich auch nichts machen mit Bombarda, oder? Bombarda! Nee, nee. Ist nicht schlimm. Jetzt kommen hier immer mehr Feinde. Das finde ich eher schlimmer. Aber die sind, glaube ich, eine Etage über mir, wenn ich das richtig sehe. Rebellion. Komm ich da oben hin? Nee, ne? Oh ja, da hinten sind welche. Aber wir klauen uns jetzt erstmal noch ein bisschen Geld. Was? Nein, such weiter. Du hast gesehen, wie viel einer... Wo kommt man denn da hin? Von der anderen Seite? Den ganzen Vogel vor. Expelliarmus! Confringo! Du bist die Plage. Hallo, nimm doch einfach mal den, der vor dir ist. Doch, bist du. Falsche Taste gedrückt. Ah, hast dich ja bisher ganz gut geschlagen. Incendio! Willst du etwa noch mehr? Confringo! Kann ich gerne gehen. Schluss mit der Wilderei! Ja, natürlich, okay. Blatt auf! Los! Zumindest die Sachen holen wir uns noch. Revelio. Und dann... Och, da hinten sind wieder diese Spinnendinger. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Die hängen aber irgendwie an der Wand, oder? Bombarda. Nehmen wir noch mit. Ich glaube, da oben standen jetzt drauf. Ja, ich Revelio. Ja, ja, ja. Guten Tag, Partyspringen. Oh, du sollst schlimm. Revelio. So. Das waren dann die nächsten. Moment, kam ich jetzt... Ah ne, hier ist noch was. Da wollte ich eigentlich hin. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt total vergessen. Das holen wir uns nochmal eben ganz schnell. Bevor wir jetzt hier aufgrund der Kobolde doch noch den Rest vergessen. Was ich nur nicht verstehe, ich müsste doch eigentlich theoretisch den Phönix jetzt einfach fangen können, wenn ich oben drauf geflogen wäre. Ich meine, gut, so haben wir natürlich noch ein bisschen Action mehr. Und vielleicht auch ein bisschen Story, man weiß es ja nicht. Dass hier irgendwie... Revelio. Weiß ich nicht, noch irgendwas kommt mit dem Wilderern oder so? Keine Ahnung. Oh, oh, werde ich jetzt hier eingeschlossen? Okay. Anscheinend nicht. Ist schon mal wenigstens etwas Gutes. Hallo? Der Phönix. Hi. Du bist ja gar nicht im Nest drin. Aber du fliegst jetzt zum Nest, es scheint oder? Fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Das will er ich bestimmt. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Er weiß, dass wir ihm Gutes wollen. Deswegen soll er, deswegen sollen wir ihm folgen. Nehme ich mal an. Dankeschön. Oh, Schlossstufe 3. Ist das euer Ernst? Da ist doch bestimmt irgendwas richtig Geiles hinter. Okay. Guck
Haben wir jetzt bestimmt noch ein paar hier reingeportet, oder? Da ist er wieder. Hier ist nichts, aber da ist was zum Schweben. Zum Schweben lassen. Ich hoffe, das brauchen wir jetzt nicht. Oh, falsche Seite. Ich habe ihn jetzt übrigens nicht gesehen, aber ich vertraue mal darauf, dass er wirklich da war. So wie sie es gesagt hat. Contringo. Ja, was haben wir denn hier noch? Noch eine Truhe oder so? Die geht hier aber komisch durch. Wahrscheinlich auch jede Menge Spinnen, nehme ich mal an. Ne? Revelio. Und das? Ne, das unten drunter. Okay. Naja, gut. Ich meine, dafür lohnt es sich natürlich auch, ne? Das sind zwar alles Sachen, die ich glaube, ich sogar schon selber herstellen kann. Oder irgendwo bekomme oder so, aber naja, ist ja auch egal. Wir sammeln natürlich alles ein. Oh. Das fand ich jetzt gerade nicht gut. Ja, da haben wir noch was, was wir noch holen müssen. Okay. Gut. Nein, nicht gut. Hallo, ich dachte, du bist kaputt. Revelio. Hä? Ich denke, die ist kaputt? Hallo? Contringo. Habe ich mich erschrocken. Ich dachte, die wäre jetzt auch wieder kaputt. Und die war beide Male nicht kaputt. Oh Gott. Aber war eine gute Action-Szene gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Revelio. Ach. Okay. Ja, das war's. Contringo! Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Was? Ich kämpfe schon die ganze Zeit. Contringo! Sollen wir beenden, was wir bekommen? Contringo! Das war für Wolkenschwinge. Genau. Wobei Wolkenschwingen ja eigentlich jetzt sicher ist, ne? Ich meine, immerhin ist der jetzt... ist ja eine Sie. Ich meine, ist die jetzt bei uns? So, die dürfen wir wieder nicht essen trinken, ne? Ja. Dann nehmen wir hier dieses kleine Ding noch. Nehmen uns die Rohrklumpensäfte mit. Dann das nächste noch. Contringo! Ja, nimm bloß nicht das, was direkt vor dir steht. Kein Thema. Revelio. Kann man ja mal machen. Oder eben auch nicht. Jedes Mal denke ich, da kommen irgendwelche Spinnen runter, wenn diese komischen Säfte da im Hintergrund hangeln. Das ist auch wieder... da... Da sollte noch was sein. Ach so, das ist das, wo die... Ja, ja, okay. Wo das Ding ist. Da war ich jetzt gerade drin, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können jetzt hier weiter. Ach ja. Ach ja. Hab ich dich jetzt geholt? Ja. Ich liebe es. Außer diese ganzen Spinnengeschichten. Die hasse ich. Aber ansonsten, ich liebe dieses Spiel. Es wird doch irgendwann schade sein, wenn es mal endet. Ich weiß es jetzt schon. So, jetzt sind wir da, wo wir das eben gesehen haben, ne? Hallo, ich will dir helfen. Ich glaube, das weiß ich. Bring dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück.
Auferstanden aus der Asche. Oh. Hier ist noch was. Da ist noch was. Aber das ist auch gar nicht das gewesen, was ich gesehen hatte, oder? Kann ich hier fliegen? Nee, ist nicht erlaubt. Kann ich hier runterspringen oder so? Ist hier irgendwas, wo man runtergehen kann? Ach, da ist ein Weg. Okay. Sehr schön. Das sollte ich untersuchen. Das solltest du untersuchen. Oh. Hallöchen, was war das denn gerade? Und was ist das da unten, bitte? Das ist ein toter Zentaur, oder? Oha. Okay. Wo bin ich jetzt? Moment, jetzt muss ich auch mal gucken hier. Da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal was. Phoenix Berghöhle, da ging es rein. Das heißt, wir sind doch jetzt gerade hier, wo ich dieses Leuchtende gesehen habe, oder nicht? Nehme ich an. Jetzt finde ich es leider nicht mehr wieder. Achso, hier darf ich jetzt auch schon wieder nicht. Da müssen wir hin, das ist klar. Ich glaube, das ist nicht das. Nee, das sind nur die... wenn ich jetzt diesen Ort wiederfinden würde, ne? Ich meine, das wäre das links gewesen. Hätte ich da jetzt einfach abkürzen können oder kann ich das nicht abkürzen? Weil das komisch ist ja, dass da eigentlich ein Tierwesen angezeigt wurde. Und jetzt wird kein... Moment, da wird jetzt ein Tierwesen angezeigt? Das ist aber ganz... Nee. Das ist nicht ganz hinten. Moment, das müssen wir mal... Da unten, genau, da unten ist doch der Eingang der Höhle. Und hier oben haben sie mir nämlich dieses Tierwesen angezeigt. Jetzt möchte ich mal wissen, ob da eventuell... Aber jetzt ist alles... Nee, ist nicht alles dunkel. Ich möchte hier mal gucken. Ich möchte wissen, was das ist. Ach, das sind Niffler. Ach so. Wieso wurden die mir nicht auf der Karte angezeigt? Weil ich nicht nah genug rangezoomt habe. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, porten wir auf jeden Fall wieder zurück in den Raum der Wünsche. Zack. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Meine Güte. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Oh. Oh, das hat er aber schön gesagt. Wir schnappen uns... Oh, ich kann... Doch, ich habe den Dünger doch geholt. Wo ist das denn jetzt gewesen? Ach, da oben. Moment, du hast einen Unsichtbarkeitstrank. Den nehmen wir auch mal direkt mit. Da oben, da schauen wir doch mal direkt...
ist der gerade rausgekommen? Oder was war das jetzt hier gerade? Hä? Oh. Okay. Da ist er. Hi. Hi, du Hübscher. Moment, wir müssen hier mal eben... So, pass auf. So. Hallo. Ich habe jetzt leider nichts zu futtern für dich. Tut mir leid, wir müssen mal eben hier was aufstellen. Gegenstände für draus. Ach so, nee, Quatsch. Das. Deine Futterstation. Erstmal für ihn alleine quasi. Ich weiß ja nicht, ob hier noch andere Tiere reinkommen. So. Und wir machen natürlich auch noch was zum Spielen. Das tun wir mal hier hin. So. Damit es eben nicht ganz so langweilig ist. Guck mal, kannst du was futtern? Ess erstmal was, Phönix. Den alle Tierwesen toll finden. Und Phönixe offenbar gerne spielen. Ah, okay. Nehmen wir den raus. Hast du was gegessen? Sehr geil. 3 Phönixfedern. Na, magst du den Ball? Magst du den Ball? Ja. Er mag den Ball. Sehr schön. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde hier normalerweise auch eine Zuchtstation hinstellen. Weil ich denke mal, da wird ja noch irgendein Tier kommen. Ne? Wir haben ja, glaube ich, noch 1 oder 2, meine ich. Haben wir theoretisch noch... Achso, das ist der Ball. Haben wir theoretisch noch übrig. Dann würde ich mal sagen, dass wir vielleicht irgendwo dahin noch eine Tierzuchtstation stellen. Ob wir denn diese Tiere auch züchten können, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Weil den Phönix bezweifle ich eher gesagt, dass wir den züchten können. Aber wir stellen trotzdem mal eine hier hin. Man weiß ja nie. Vielleicht finden wir ja auch noch einen zweiten Phönix. Ich meine aber, ich hätte mal irgendwo gehört, dass wir tatsächlich nur einen im Spiel finden. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn das der letzte Phönix überhaupt auf der Welt wäre, weil dann kann er sich ja gar nicht fortpflanzen. Aber naja, wer weiß, wer weiß. Ja, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.